Hallo Leute und herzlich willkommen bei Santiago. Diesmal haben wir den Sprecher von Jürgen Goldstein zum Interview. Stell dich doch mal vor. Ja, hallo, ich bin der Sprecher von Jürgen Goldstein. Mein Name ist Stefan Grosser. Wie bist du denn zur Rolle Jürgen Goldstein gekommen? Ja, ich wurde angesprochen von Marcel Part, dem Manager von Santiago diesmal. Und habe mich gefragt und habe gesagt, okay, mache ich mit. Wo befindest du dich gerade? Ja, wie man unschwer hört, an einem öffentlichen Platz mit viel Geschrei, in dem Sinne im Hansapark in Sixdorf. Was magst du an deiner Rolle? Ja, was mag ich an meiner Rolle? Ich bin halt Vater und das an sich ist schon Spaß genug. Wie beschreibst du deine Rolle Jürgen Goldstein? Alter. Ja, mein Jürgen, ich bin Vater und Vater sein ist nun mal auch in dieser Rolle ja, eine Lebensaufgabe. Und wie soll ich sie beschreiben? Naja, Jürgen Goldstein ist ein netter und ich bin auch ein netter Vater. Was würdest du an deiner Rolle gerne ändern bzw. ändern lassen? Ja, das wüsste ich jetzt gar nicht so, weil letztlich sind es ja Skriptgeschichten, die ablaufen und da habe ich so ja nun keinen Einfluss drauf. Hast du dich schon mal mit dem Thema Hexen und Zauberer auseinandergesetzt? Oh ja, schließlich bin ich Potter-Fan. Wie gesagt, als Vater muss man up to date sein. Potter ist bei mir in Fleisch, Blut übergegangen. Und was noch? es gibt noch einige andere Zauberer, die mir jetzt nicht einfallen. Aber ach ja, ja genau, Herr der Ringe. So, Herr der Ringe. Na, und da läuft ja auch viel mit Zauber und Fabelwesen. Hast du einer Figur schon mal deine Stimme geliehen? Nee, außer Jürgen nicht. Schon mal darüber nachgedacht, Sprecher zu werden? Ja, also das kommt aufs Angebot drauf an. Worauf freust du dich am meisten? Jetzt allgemein. Allgemein. Ja, dass Corona bald vorbei ist und wir diese Masken nicht mehr tragen müssen. Die ich jetzt übrigens nicht aufhabe. Ne? Also es ist ein Bart, keine Maske. Kannst du uns noch eine Kostprobe von Jürgen Goldstein geben? Ups. So, ihr Kinder, jetzt sieht man zu. Ein paar Worte in die Kamera. Ja, vielen Dank, dass ihr alle die Jürgen Goldstein-Geschichte bzw. die Abenteuer der kleinen Hexe Juna einschaltet und uns zuhört. Ich glaube, das kann was werden. Danke. Danke, Stefan. Gerne, immer gerne.